Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir die zweite große Fee befreit und ein neues Gebiet aufgedeckt, und zwar das ganz hier unten in der Ecke. Und damit haben wir das Gebiet mit unserem lieben Liebesteich freigeschaltet. Und wenn mich nicht ganz täuscht, hier hinten Angelstädt. Das heißt, das wird unser großes Ziel in diesem Gebiet sein, das zu klären, diese Aufgabe von hier hinten. Die scheint ja sehr wichtig zu sein. Und die Erinnerung hier zu holen. Aber naja. Wir haben letzte Folge die Karte freigeschaltet und dadurch auch diesen Aussichtspunkt hier. Oder besser gesagt, diese Himmelsinseln jetzt freigeschaltet. So, eine Fee habe ich schon verschreckt. Eine zweite gibt es noch da hinten. Es gibt noch vier. Es gibt gerade vier Feen hier. Mir gerade einfällt. Ich glaube, ich habe kein Schleichgewand, gell? Ich muss nochmal nach Kakariko. Da soll es ja sowieso weitergehen. In den Himmelsruinen da. Naja, wir haben zwei gekriegt. Wenn wir alle fünf Weisen haben. Aber wenn ich noch nicht ganz verstehe, was bei den Kranzruinen so wichtig ist, dass man alle fünf Weisen braucht. So, jetzt haben wir hier eine alte Karte. Haben wir den Schatz schon oder nicht? Nee. So. Da wir schon so hier oben sind, könnten wir tatsächlich sogar ganz echt gemeint hier hoch, gell? Die Frage ist, reicht eine Rakete? Ich hoffe. Das reicht natürlich nicht aus. Jetzt habe ich gerade eine Rakete verschwendet und es reicht nicht mal. Das Begegner wartet dort hinten auf mich. Egal. Ich habe hier doch irgendwo Automatik. Hier dürfte auch dieser ganz normale der hier helfen. Ich möchte nur nach oben und vielleicht zu der Arena da hinten kommen. Gut. Warum zum Geier fällst du jetzt runter? Bitte sage, ich kann mit meinem Umkabel-Duel. So viel dazu, dass ich die andere Insel noch angucke. Warum musst du rausfahren? Ich wollte noch zu dieser Insel hin da. Ach, scheiß drauf. Wie fangen wir jetzt an? Eigentlich hatte ich vorgehabt, mich vielleicht von hinten nach vorne zu arbeiten, aber wenn wir schon hier sind, kümmern wir uns jetzt hier. So. So. So, meine Freunde. Mir fällt gerade auf. Weil es hier gerade regnet, könnten wir diesen Wasserfall hoch und wieder zu der Insel kommen, wo wir gerade waren, und den Boss in der Luft machen. Das machen wir auch, glaube ich, noch. Und danach gehen wir wieder hierher. So. Weil der Regen scheint unendlich zu sein, scheinbar.
Also kümmern wir uns erst um die 6 Crocs, die ich jetzt markiert habe, und danach den Regen hoch. Und wenn der Regen nicht funktioniert, na, dann ist halt der Regen wieder weg. Okay, hier scheint extrem viel Elektrofrüchte zu sein. Aber auch wahrscheinlich nur, weil es hier extrem viel regnet gerade. So, Grillwild. Was mache ich in Chimärenbogen? Oh, what the fuck? Ist das nicht der Bogen von einem silbernen Leunin? Ich glaube schon. Aber mal. Haben wir jetzt einfach mal einen Chimärenbogen durch ein ganz normales Monsterlager bekommen. Und dann muss ich die Taschen noch vergrößern, aber wir müssen irgendwann ja wieder zum Krogwald und das mache ich dann. Wenn wir im Krogwald waren. Weil keine vollen Leben sind. Gott. So. So. Fertig. Alter, danke. So, wir müssen erst zu Blau. Weil Blau am Rande von dem Gebiet ist. Und hier nebendran der. Okay, ich freue mich schon auf die Tropen wegen diesen Gewitterinseln hier. Allein wegen diesen Gewitterinseln hier freue ich mich schon. So. Und man merkt schon wieder, ich rede gerade meistens extremen Quatsch mal wieder. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss einfach langsamer lesen, bevor ich rede. Weil sonst kommt da irgendein Quatsch raus, ne? Das merkt ihr ja selber. Und wo? Ah, ich kam hier hinten mit der Höhle raus. Okay. Okay. So, gehen wir hier runter. Ah, ist hier ein Krug, der herumhängt? Oder ist das ein Krug in einem Baumstamm drin? Ich schätze letzteres. Oder gar nicht, da ist ein Krug, der einfach so runterhängt. Okay. Dann gehen wir wieder hoch. Ich muss tatsächlich 15. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt zwar die Ausrüstung, oder bekommen wir, wenn wir beklebt ist, fertig sind. Aber es dauert tatsächlich noch, bis wir die volle Ausrüstung erhalten, mit der wir im Regen klettern können. Und ich schätze, die müssen wir auch erst upgraden, damit die auch richtig zur Geltung kommt. So, ach komm schon, du kannst doch stehen, Link, oder nicht? Würde ich gerade sagen. Link, renn! So, jetzt. Hier ist jetzt der nächste Krog. Ah, da oben, ich sehe schon den Stein. Und schon immer bei 4. Fängt schon gut an. So. Und das scheint nach einer Höhle zu sein. Wo auch der Krog drin ist. So, komm, schießt du.
So, jetzt hast du einen Salat hier. So. Es ist voll in die Hand mit dir. In die Hand. So. Und die Äpfel mitnehmen. Weil ihr seht ja selber, meine Tasche bei den Lebensmitteln ist extrem wenig, weil ich ja kein Essen koche und dann einfach die Lebensmittel roh in mich reinpfeife. Was dazu führt, dass ich die Lebensmittel, die ich eigentlich kochen will, schon verbraucht sind. So. So. Okay. Perfekto. Hier rein. Hier lang. Ist hier. Ach, gleich hier unten. Okay. Wieso sind es gerade so viele Bäume, wo ich die Crocs raushole? Ihr hört es doch bestimmt auch, oder? Okay, und ich habe gerade was gesehen und da gucken wir jetzt erst runter, weil das schaut nach einer Höhle aus. Oder einfach nur ein Tunnel. Gehen wir einfach wieder hoch. Und gehen jetzt den Wasserfall hoch, dann können wir den Boss da hinten schlagen, mit dem ich jetzt Bock hab zu machen. Das Wasser ist da. So. Ach du Kacke, wie hoch muss ich denn? So. So. Gott, Alter. Habe ich irgendwas für die Ausdauer? Ja, zu viel. Gott, verdammt, ey. Wir gehen mal nicht zum Ding. Im Moment, du bist auch... Bist du nicht ein Wanderkrog, den ich wohin bringen muss? Wenn ja, dann lasse ich dich jetzt in Ruhe. Was ich interessant finde, sie haben die Wanderkrogs rausgetan aus dem Game. Ich meine die Baumkrogs und Wanderkrogs dafür raus. Was ich unter Baumkrogs meine, sind diese Baumrätsel, wo man nur drei Früchte hat hängen lassen müssen. Okay, Link, du musst doch hier stehen können. Den Crocs bekommen. Die BOTW gespielt haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine. Aber. So wie es ausschaut. Haben sie jetzt diesen Streckencroc halt damit ersetzt. Auch wenn ich diese Baumrätsel schön fand. Und man in diesem Game halt nicht cheaten können. Beim BOTW war es ja ganz einfach. Basismodul, den richtigen Apfel halten, Baum fällen. Aber den Tipp habe ich auch erst bei Folge 150 oder so gekriegt, also relativ weit hinten im Game. So, jetzt haben wir den Croc auch. Dann gehen wir mal kurz hier rein, weil das könnte ja eine Quest sein, die hier ist. Und falls ihr euch gerade gefragt habt, ja, ich habe gerade gegähnt. Liegt daran, weil es schon wieder abends ist und ich müde bin. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was das ist hier. Angelstedt. Ja, das ist die nette Dame vom Angelstedt. Oh, bist du ein Reisender, der Arbeiter... Bist du einer der Arbeiter vom Kartografieturm? Aber der Turm ist doch schon fertig.
Hast du dort etwas liegen lassen? Wir lebten früher in Angelstadt, aber Piraten kamen und meine Familie und ich mussten hierhin fliehen. Ich hatte es kurz zuvor ein Lokal eröffnet, aber auch das haben die Piraten zerstört. Mein Restaurant war berühmt dafür, Gerichte zu servieren, die unsere Gäste noch nie zuvor gesehen hatten. Und obwohl ich jemals wieder nach... hoppala. Damals wieder? Erst lesen, dann vorlesen. Und langsamer lesen. Ob ich wohl jemals wieder nach Angelstedt zurückkehren und dort mein Restaurant führen kann? Irgendwann schon. Ich möchte zurück nach Hause. Ich würde gerne mit Meer spielen. Ja, ich komme ja in Angelstedt bald vorbei, das heißt, die Piraten werden abgepiratet. Die verlieren ihre Zulassungsstelle. Und wusste ich doch. Kaum habe ich den Turm aktiviert, sind hier alle wieder weg. Alle Ströber. Gott. Jetzt muss ich hier irgendwo zwischenlanden und fliegen. Muss ich nicht, ich kann einfach rüberfliegen. Und dann von dem hier diese Quest, diese Erinnerung angucken. Vielleicht können wir auch hier schon Angelstedt betrachten. Das dürfte direkt da vorne sein. Ich sehe das Schiff. Ich sehe das Piratenschiff. Ist das nur ein Piratenschiff? Dann dürften die Piraten relativ einfach zu besiegen sein, oder nicht? Und ich habe jetzt hier wieder mit dem Griok-König gerechnet. Da hinten ist noch eine Arena. Und ich glaube, da hinten wartet er auf mich. Darf ich nicht den gleichen Fehler machen wie bei meiner Batterie und nicht auf die Ausdauer schauen. Aber das schaffen wir. Und ja, das ist tatsächlich nur ein Piratenschiff, was wir platt machen müssen, um die Stadt zu befreien. Gamma Elite Konstrukt. Dass sie mich noch nicht gesehen hat, ne? Wunderlich. So, jetzt haben wir den hier. Da. So, einmal draufklagen. Passt. Hälfte Leben. Ach, der fliegt jetzt schon. Willst du mich verarschen? So, mittlerweile weiß ich ja, wie das funktioniert. Ich wäre sonst immer mit irgendwas hochgeflogen, aber ich habe bis jetzt dahin noch nie dran gedacht, dass diese Fähigkeit hier extrem... sinnvoll sein kann. Bei solchen Sachen. So. So. Erstmal öffnen die Truhe hier. Eine Hülle der Weisen. Und dadurch haben wir wieder 4. Okay. Ich sehe, welches es ist, also muss noch einmal klappen hier. Komm, Alter, noch ein Trepper hier irgendwo. Wo bist du jetzt? Oh. Gott, Alter. Die Hälfte der Leben sind weg. Kann ich irgendeine Waffe synthetisieren? Ja. Den Bergspalter nicht, den hier.
Ja, bleiben wir beim Master Sword. Okay, hier ist ein Gamma-Konstrukt. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die Erinnerung holen wir uns jetzt noch. Mich interessiert, was diese Erinnerung jetzt zeigt. Und was für eine das überhaupt ist. Eine der späteren oder nicht? Kann ich mir halt schon vorstellen, dass es eine der späteren ist. So, da ist bestimmt irgendwo... Ja, im Griff ist ein Krog. Und ist das tatsächlich echt nur ein Schiff? Piratenschiff? Dann war das ja in Akala deutlich mehr. Moin. In Akala waren es deutlich mehr Piraten als hier. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir holen uns nicht die Erinnerung, wir kümmern uns erst um die Piraten. Angelstedt. So, Moment. Kann ich das hier auf dem Boden? Kann ich. Dann machen wir es. Interessantes, was Interessantes. Machen wir was Interessantes. Machen So. Einfach nur anzünden. Du musst es zum Explodieren bringen, bitte. Aber das bringt schon ordentlich was hier. Komm schon, du bist doch bei den explosiven Fässern. Jetzt, ja. Zu was zählt die Monsterhorde? Wir gucken uns das mal um. Da hinten flacken noch welche, da flacken noch welche. Aber sie haben tatsächlich das ganze Dorf niedergerissen. Oder das ladet gerade nicht. Nee, sie haben alles abgebrannt. So. So. Du hast fast das ganze Schiff allein geklärt. Kumpel, warum hast du mich jetzt gesehen? Wie hast du mich jetzt gesehen? Gott, Alter. So, hier. Der Sebermoblin ist... ein Grund dieses Monsterhordenangriffs, aber der hat nicht viel. Gut. Das Fahrzeug hat mir gute Dienste hier auf dem Schiff geleistet. An Land kriege ich es aber nicht, oder? Doch, müsste ich hinkriegen. Jetzt benutze ich mal diese selbstfahrende Fahrzeuge hier. So, anzünden.
Da hinten sind noch welche, da sind welche. Boah, das laggt gerade. Kann das sein? Bro, Alter, das laggt hier. So, jetzt ist das Master Sword weg. Also kommt jetzt... Yo, Alter. Echt jetzt? Das hat mir zwei Feen gekostet. So. Und die Hälfte ist erst weg. Bro, what the fuck geht hier ab? Dann müssen wir da hinten, ist ein weiteres Lager. So. Gott, jetzt kommen sie her, oder? Schicken wir den Roboter vor. Du hast den Falschen anvisiert. So, der ist down. Aber was ist die ganze Monsterhorde, wenn... Silbergegner. Ich sehe schon, was das Problem von dem hier ist. Gott, da hinten ist noch ein Seber. Hä, wo kommt der Seberbock denn her? Hä? Gut. Den hier. Gott, Alter, wo kommt auf einmal der ganze Schaden her? Gott, wie das laggt! Bro, what the fuck? So, wo sind jetzt die ganzen Monster? Oben? Hier ist noch einer. So. Irgendwo muss doch noch ein Silbergegner sein, glaube ich. Schätze hier oben? Nee. Hier ist der Brunnen von Angelstedt. Da muss ich noch nicht rein. Oder will ich noch nicht rein. Da ist noch ein Silbergegner. So, hier ist... sind die letzten Gegner. So. Du bist der letzte Gegner hier. Na, sind sie auch nicht. Alter, Bro, what the fuck? Wer ist jetzt der letzte Gegner hier? Da ist ein Krog, da muss ich noch nicht hin. Gott im Himmel. Zum Teufel ist der? Wo ich noch nicht geschaut habe, ist irgendwo in die Richtung da hinten. Haben wir das Lager hier auch komplett weggeräumt? Sind da vorne noch welche? So, irgendwo muss doch noch einer sein.
Guck mal nochmal aufs Schiff. Habe ich vielleicht ihn übersehen? Gott im Himmel, wo zum Geil muss ich hin? Einmal haben wir hier eine Statue. Wo wir beten können. Mitten während dem Kampf. Interessant. Du hast Herausforderung bestanden und Segenslicht erhalten. Du besitzt 4 Zeichen des Willen der Weisen. Ich möchte Tulin verstärken. Tiefer Schwur von Tulin. Zeichen des Paktes mit Tulin. Da euer Bund nun noch stärker ist, hat die Angriffskraft seines Geistes zugenommen. Ich bringe den Frieden Hyrule zurück. So, jetzt ist Tulin auch stärker. Aber wo zum Geist ist die letzte Gegner? Nein. Gut. Hä? Da sind alle weg. Wo sind denn jetzt diese Camper? Gott im Himmel, wo zum Geier sind die? Hier in der Richtung waren wir noch nicht ganz, glaube ich. Bei der Angelstadt haben sie echt kaputt gemacht hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich gehe mal von Angelstedt raus und gehe mal nach oben in die Richtung. Vielleicht ist da noch was. Aber das zieht doch definitiv nicht zum Besetzer von Angelstedt, oder? Probieren wir es in die Richtung. Irgendwann wird doch der Besetzer von Angelstedt weggehen, oder nicht? Wir waren auf dem Schiff. Wir waren drüben. Ich gehe in die Richtung außerhalb vom Dorf. Anders kann es nicht sein. Wir haben alle auf dem Schiff platt gemacht. Wir haben hier alle außen platt gemacht. Ich hatte halt gehofft, dass die letzten 2 Gegner das waren. Aber das waren es auch nicht. Und ich hoffe nicht, dass sie so fies waren und irgendwo in Kisten versteckt haben oder so. Moment, ich habe hier doch den Brunnen gesehen. Bitte sag nicht, die sind im Brunnen. Das kann aber sein, oder? Nur einen Weg, das rauszufinden. Ja, aber als ob der Typ sich echt im Brunnen versteckt hat. Gott im Himmel.
Na sowas, die Monster lärmen gar nicht mehr. Wie, sind sie etwa fort? Oi! Roselle und alle anderen, ihr könnt jetzt herkommen. Ach, hier ist auch unser lieber Ding. Das kann nicht wahr sein. Die entsetzlichen Monster, sie sind alle fort. Jedes einzelne. Ich habe alles gesehen, als hätte ich mich im Haus versteckt. Dieser edle Recke ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat sämtlichen Monstern im Dorf das Licht ausgeblasen. Enorm, ich kann es nicht glauben. Du wirkst auf den ersten Blick vielleicht etwas schmächtig, aber in Wirklichkeit bist du wie hart wie Stahl. Du musst jemand ganz Außergewöhnliches sein. Vielen Dank. Allen gelang die Flucht, doch wir konnten nicht mehr tun, als zusehen, wie die Monster unser Dorf überfielen. Wärst du nicht gekommen, wäre das Dorf nicht mehr zu retten gewesen. Wir alle stehen tief in deiner Schuld und danken dir von ganzem Herzen. Und ein paar Häuser haben den Angriff sogar überstanden. Lass uns gemeinsam anpacken und das Dorf wieder aufbauen. Nicht verzagen, Lander fragen. Als Zimmermann zimmert man sowas im Handumdrehen wieder zusammen. Das beherzte Handeln dieses jungen Mannes hat mein Handwerksherz neu entflammen lassen. Lander, du bist nur ein Besucher in unserem Dorf, aber willst selbstlos helfen. Vielen Dank auch dir. Da unser Dorf unter dem Monsterangriff arg gelitten hat, kann ich dir momentan leider nichts zur Belohnung geben. Doch sobald hier wieder alles aufgebaut ist, sollst du auch die Gastfreundschaft der Angelstädter erfahren. Dann werden wir zeigen, wie dankbar wir für deine Taten sind. Gedulde dich also bitte noch was. Dann wollen wir mal loslegen. Der heutige Tag soll Angelstädt Neuanfang sein. Gemeinsam schaffen wir es. Seht euch vor, die nächste Zeit werde ich euch ganz schön auf Trab halten, bis das ganze Dorf wieder aufgebaut ist. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge nehmen wir die Quest hier an und schauen, wie wir das Dorf reparieren können. Ciao. Euer Gladius.